Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir. Wir packen gemeinsam ein Rebuy-Paket aus, wo ich wirklich erstaunt war, was ich hier gespart habe. Also ich habe mir hier auch mal wieder dagegen gerechnet, was hätte ich neu bezahlt, was habe ich jetzt gebraucht bezahlt. Zudem gab es eine 15% Aktion auf alle Medien von Rebuy, ich glaube irgendwie Ende August, Anfang September, wo ich auch zugegriffen habe. Und ich fand das wirklich Wahnsinn. Ja, ich habe die 15% gesehen und dachte, jetzt schaust du mal, was hast du auf der Wunschliste. Und dann haben sich einige Wunschlistenbücher, ich glaube 3 oder 4 gefunden, und zu den anderen werde ich dann auch ein bisschen was sagen. Insgesamt habe ich fast 100 Euro gespart. Also das ist schon wirklich verrückt. Ja, Rebuy hat gebrauchte Bücher, anders wie Avell, wo es ja Mängelexemplare waren. Dennoch muss ich echt sagen, es macht einen Unterschied, ob ich 136 Euro bezahle oder fast 37 Euro. Also wirklich verrückt. Zudem tut man ja auch etwas nachhaltig Gutes und ich habe ja auch gar kein Problem mit gebrauchten Büchern. Und ich packe euch Rebuy mal unten in die Infobox, wenn ihr das noch nicht kennt. Und natürlich auch die Bücher, wenn ihr euch die ein bisschen näher anschauen wollt. Insgesamt 8 Bücher. Und ich denke, wir beginnen einfach mal. Also alle Infos unten und ich werde auch immer so ein bisschen den Vergleich ziehen, ja, wie es preislich ist und natürlich auch, wie der Zustand ist. Das erste Buch, was mich hier anlächelt, ist Namiko und das Flüstern von Andreas Seche. Ich hoffe, man spricht es so aus. Es ist eine Sonderausgabe, die ist so leinengebunden. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Also richtig, richtig hochwertig. Sieht auch wirklich gut aus. Hat so ein paar Anstoßungen. Fällt gerade das Wort, richtige Wort nicht ein, was auch einfach mit dem Versand zu tun sein haben könnte. Das Bändchen ist so ein bisschen ausgefranst, finde ich aber gar nicht schlimm. Würde im Original 20 Euro kosten und hat mich jetzt ein bisschen was über 5,09 Euro hat es mich gekostet. Also ist schon wirklich Wahnsinn, wenn man hier 75% spart. Und es sieht aus wie halt einmal gelesen. Ne? Auch die Seiten sind nicht irgendwie groß vergilbt. Und ja, aufmerksam wurde ich durch Lisa vom Kleinen Gedankenlabor. Ich packe den Kanal auch unten in die Infobox. Die hat da sehr von geschwärmt und es klang richtig schön. Und es ist, ja, Namiko ist geheimnisvoll wie seine Heldin und wie eine japanische Kalligrafie. Und ein Roman über die Liebe, die Weisheit der Intuition und eine Reise zu sich selbst. Poetisch, romantisch und von so zarter Schönheit wie eine japanische Kirschblüte. Und das klingt irgendwie so ein bisschen wie so nach einem kleinen Highlight und da freue ich mich definitiv drauf. Dann ein Buch, was ich tatsächlich schon ein ganzes Weilchen auch auf der Wunschliste hatte, ist jetzt, glaube ich, Anfang letzten Jahres erschienen und seitdem hatte ich es irgendwie auf der Wunschliste. Ja, sieht auch gut aus. Und zwar The Curse of Time and Taste, die göttlichen Artefakte von Anne Herzl. Kommt jetzt auch irgendwie ein zweiter Band raus. Neu kostet das Buch 16 Euro. Ich habe jetzt 7,05 Euro dafür bezahlt. Es sieht eigentlich nicht einmal gelesen aus, wenn man mal ehrlich ist. Und dann machen wir gleich mal den Rebuy-Aufkleber runter. Das geht zum Glück immer recht gut. Hier haben wir so ein bisschen was Piratiges. Genau, einen fesselnden Piratenroman, der in allen Farben des Regenbogens strahlt. Und das hat mich so angesprochen. Ah, wir haben hier auch in der Broschüre, finde ich sehr schön. Die Broschüre wird genutzt. Haben wir eine Karte, das finde ich immer gut. Und also ich würde sagen, nicht mal gelesen, weil keine Rille. Es hat nur so ein, zwei, drei Dätscher hier oben, so ein Kratzer, aber es kann am Ende immer passieren. Im Rauschen der Wellen hallt das Lied der Götter wieder. Meuchelei, Sittenlosigkeit und Raubzüge. In Vanels Heimat gelten Piraten als das Ungeziefer der Meere, welches ihre Familie seit Generationen auszurotten versucht. Doch als sie nach einer schicksalshaften Begegnung auf das Schiff der berüchtigten Alvere-Bande gerät, steht die Welt der Piratenjägerin Kopf. Hier lernt Vanell, wie bunt das Leben in Wirklichkeit ist. Besonders ihr mysteriöser Captain gibt ihr Rätsel auf. Viele Gerüchte kreisen um Rivay Alvere, doch welche Ziele verfolgt das mürrische Kind der See tatsächlich? Vanell kann dem Sirenenruf nach einem wilden Abenteuer voller vergessener Legenden, gefährlicher Götterbiester und geheimnisvoller Schatzkarten nicht widerstehen. Klingt richtig, richtig toll und vielleicht ruft das tatsächlich nach einem Urlaubsbuch. Wenn ich im Oktober nochmal unterwegs bin, am Meer liege, ach, wäre das nicht irgendwie passend. Finde ich gut, sieht wirklich top aus, also Zustand sehr gut gewählt und das ist er definitiv auch. Dann habe ich einige Bücher bestellt aus der Sehnsuchtsorte-Reihe. Da habe ich ja jetzt einige Bücher schon gelesen aus dem Eden Book Verlag und ich habe mir 4 Bücher, glaube ich, genau, aus dieser Reihe bestellt.
Und zwar, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt, ich glaube, die haben nicht alle Nummern, oder? Egal. Und zwar fangen wir an mit eine Prise Meersalz. Und ich hatte zwei der Bücher, einmal dieses und ich glaube, das mit den Kräutern, genau. Hatte ich auf der Wunschliste und dann habe ich einfach gesehen, dass mir unten noch weitere Bücher empfohlen wurde. Und dann habe ich geguckt, welche habe ich denn schon gelesen. Und dann habe ich mir einfach noch zwei weitere mit bestellt. Ja, eine Prise Meersalz. Die Bücher kosten alle 16,95, also 17 Euro. Und für das hier habe ich jetzt keine 4 Euro bezahlt. Mein Traum vom Restaurant auf Mallorca. Und das sind ja immer so Lebensgeschichten. Wir haben hier ein Mutmachbuch für alle, die von einem Neustart träumen. Und ja, ist von Nani Burba. Und ja, alle, die schon mal auf Mallorca Urlaub gemacht haben, kennen den Gedanken, warum muss ich eigentlich zurück ins kalte Deutschland? Das frage ich mich nach jedem Urlaub. Ja, und Nani und Harald haben alles auf eine Karte gesetzt, haben ein Restaurant im westfälischen Gronau. Damit sind sie gescheitert und die letzten Ersparnisse nehmen sie nun, um einen Neustart auf der sonnigen Baleareninsel zu starten. Und da sind sie im beschaulichen Künstlerort Santini, im Schatten einer alten Kirche. Da gibt es das Café Pablo und ja, bin ich sehr gespannt. Freue ich mich auf diese Lebensgeschichte. Ich mag die ja sehr gerne. Es gibt immer mal bessere und auch welche, die eher so okay sind. Ich glaube, ich hatte bisher nur ein Abbruchbuch. Oder habe ich das überhaupt abgebrochen? Bin ich mir nicht sicher, aber darauf freue ich mich. Dann, ja, noch auf der Wunschliste war das mit Südfrankreich von Sandy Neumann, wo die wilden Kräuter blühen. Die besten Zutaten für mein Landleben in Südfrankreich. Und das, wie gesagt, hat auch im Ursprung 17 gekostet. Das war jetzt, glaube ich, auch das teuerste der vier mit 5,09 Euro. Also auch noch absolut im Rahmen. Und ja, auch das mit der Meersalzprise hat eine Menge Exemplarstimmung. Stempel okay. Ist natürlich so die Frage, hat es dann überhaupt 3,09 Euro dem Original sozusagen gekostet? Aber gut, sehe ich drüber hinweg, weil es sonst wirklich sehr gut aussieht. Und auch das hier sieht wirklich top aus. Sind auch ein paar Bilder drin. Also ich glaube, nicht einmal gelesen. Also es hat überhaupt keine Rille oder irgendwas. Und ja, der Duft von Lavendel, reifen Aprikosen und Rosmarin machen Südfrankreich für Food-Autorin Sandy Neumann zu ihrem Sehnsuchtsort. Nach zahlreichen Entdeckungsreisen in der Region erfüllt sich die gebürtige Jenenserin, oh Gott, ein Lebenstraum und kauft mit ihrem Mann in den Corbières ein Natursteinhaus am Feldrand. Anfänglich wird die junge Frau noch skeptisch beäugt, aber schnell macht sie sich mit ausgefallenen Rezepten und ihrer warmherzigen Art einen Namen unter den Einheimischen. Ja, freue ich mich sehr. Auch Südfrankreich wäre etwas, wo ich super gerne einmal hinreisen würde. Dann zieht es uns nach Hamburg und zwar Meine große Freiheit, wie ich das Glück im Hamburger Hafen fand von Maike Brunk. Im Original 17 und jetzt nur noch 4,07 Euro. Also wirklich ein Schnäppchen. Hat allerdings auch einen Menge-Exemplarstempel, aber sonst sieht es wirklich also wie neu aus. Hier unten habe ich so einen kleinen, eine kleine Falte in der Seite, aber das kann wirklich auch vom Lagern kommen und ja, passt auch wieder. Der Hamburger Hafen ist für Maike Brunk mehr als das Tor zur Welt. Er ist Sehnsuchtsort, Ankerplatz und Arbeitsstätte. Als Hafenschnackerin schippert sie mit ihren Fährgästen in verborgenen Ecken des einzigartigen Hamburger Hafengebiets und eröffnet Touristinnen wie Einheimischen neue Blickwinkel auf die Hansestadt. Maike Brunk erzählt von Seebären und Sehnsüchten, von alten Glanz und neuen Bauten, von Fernweh und vom Heimkommen. Zwischen Schleusen, Docks und Hafenkante hat sie ihre große Freiheit gefunden. Gefällt mir auch richtig, richtig gut und Hamburg war ja wirklich eine wunderschöne Stadt. Ja, und das letzte Buch jetzt aus der Reihe ist Ostseeglück von Stefanie Eden. Mein Neubeginn zwischen Bienenstöcken und Rapsfeldern. Auch hier haben wir einen Menge-Exemplar, Stempel ursprünglich 17 Euro und hier sind wir bei 4,60 Euro, also wirklich auch absolut, also wirklich günstig. Und dann haben wir hier das schönste Geräusch der Welt. Für mich ist es zufriedene Summen meiner Bienen. Die Ostseeküste mit ihren sanften Sandstränden und rauen Steilküsten lassen Stefanie Eden an den Wochenenden den Stress der Großstadt vergessen. Nach der Geburt ihrer Zwillingstöchter folgt sie schließlich ihrem Herzen und wagt mit ihrer Familie einen Neustart an ihrem Sehnsuchtsort. Ihr Ziel? Ein entschleunigtes Leben im Einklang mit der Natur zu führen. Sie baut ihre eigenen Imkerei an der Ostsee auf und inmitten von duftenden Rapsfeldern lehren die Bienen sie, wie erfüllend es ist, mit sich und der eigenen Arbeit im Einklang zu sein. Bis plötzlich ungeahnte Herausforderungen auftauchen und sie vor einer Entscheidung stellen. Was ist wirklich wichtig im Leben? Und ich glaube, diese Frage sollten wir uns alle ganz, ganz oft stellen. Und hier ist auch in der Klappbroschüre ein bisschen was drin. Finde ich richtig schön.
handelt es sich um reale Personen. Das war, glaube ich, bei allen Büchern bisher auch der Fall. Ich weiß gar nicht, ob das vielleicht sogar das erste Buch irgendwie ist. Bin ich mir aber gerade auch nicht sicher. Werde ich auf jeden Fall nachgucken. Aua, da kommt der Kater. Und ja, freue ich mich drauf. Sind 4 Bücher aus der Edenbook-Reihe bei mir eingezogen. Ja, dann haben wir jetzt noch 2 Bücher. Ein Buch, was auch schon länger auf meiner Wunschliste stand. Und zwar seitdem Jenny, auch ihr Kanal, beziehungsweise vielleicht sogar das Rezi-Video unten in der Infobox. Und zwar von Robert Corvus, Sternenbrücke. Da habe ich Jenny einige Male schwärmen hören. Und auch letztes Jahr in Heidelberg hat sie, soweit ich mich erinnere, davon gesprochen. Und ja, ich fand es neugierig. Wir haben hier ein bisschen Science Fiction. Ursprünglich liegt das Buch bei 16 Euro. Ich habe dafür 2,88 Euro bezahlt. Also das ist wirklich irre. Ich würde es vielleicht nicht als sehr gut betiteln, aber zumindest als gut. Es hat hier unten so ein paar schwarze Schatten. Und hier drin scheint auch was rausgetrennt worden zu sein. Das finde ich tatsächlich nicht so schön. Ich hoffe, dass mir da keine Seiten fehlen. Also es scheint, wie wenn hier hinten irgendwas rausgetrennt wurde. Auch hier vorne. Vielleicht war da eine Signatur, weil es fängt direkt mit wieder die Leere an. Also es fehlen die Seiten vom Verlag und welches Erscheinungsjahr. Es fängt mit der Seite 5 an und hinten, ja, okay, ich glaube, muss ich mir nochmal so ein bisschen schlau machen, nicht, dass mir da hinten irgendwas fehlt. Ja, mal gucken, aber sonst, bis auf die fehlenden Seiten, sieht das auf jeden Fall gut aus. Bei der Detonation einer Sternenbrücke geht das Raumschiff, auf dem sich Jule Debaras Frau befindet, im Hyperraum verloren. Seitdem zweifelt Jule am Sinn seines Lebens, sein Beruf, sein Vermögen, seiner Tochter. Er verliert alles, nur sein Hund Pilgrim bleibt an seiner Seite. Doch dann erhält er ein einmaliges Angebot. Als Bordarzt heuert er auf einem Raumschiff der Star Silver Corporation an, das die zerstörte Sternenbrücke reparieren soll. Jule nimmt den weiten Unterlichtflug auf sich, da er hofft, so etwas über das Verschwinden seiner Frau herauszufinden. Doch nach 1,5 Jahrhunderten in einer Kälteschlafeinheit findet er im Zielsystem etwas ganz anderes als den Frieden, den er sich ersehnte. Und das klang einfach so, so gut, sowohl wie Jenny davon sprach. Ich weiß auch gar nicht, wer noch so ein bisschen davon geschwärmt hat. Ich habe von dem Autor auch noch gar nicht so viel mehr gefühlt gehört. Ist auch, glaube ich, soweit ich weiß, ein deutscher Autor. Oh, ist sogar ein Spiegel-Bestseller-Autor. Spannend, ne? Was manchmal so an einem vorbeigeht, aber da freue ich mich drauf. Und dann haben wir, glaube ich, noch, keine Ahnung, 2 Euro oder 3 Euro gefehlt, damit ich den Rabatt anwenden konnte. Ich glaube, er galt ab 30 Euro, 35 Euro, 40 Euro. Ich bin mir nicht mehr sicher. Also es gab auf jeden Fall eine Summe und dann wollte ich auch, glaube ich, portofrei werden. Und ja, hier drin sehe ich jetzt schon, dass jemand mit Bleistift was reingeschrieben hat. Okay, finde ich interessant. Finde ich jetzt aber nicht schlimm. Ja, und zwar ist es unser Hof in der Bretagne. Und das wurde mir angezeigt bei den ganzen Sehnsuchtsort-Bücher. Und zwar von Regine Rompa. Neuanfang zwischen Beeten, Bienen und Bretonen. Fand ich auch ein ganz ansprechendes Cover. Und ja, es geht irgendwie wieder nach Frankreich. Dabei habe ich gar kein so Faible für Frankreich, aber ja. Regine Rompa hat es satt. Die Großstadt, den Stress, das viele arbeiten. Da muss es doch noch etwas anderes geben. Von einem Tag auf den nächsten kündigt sie ihren Job in Berlin und zieht mit ihrem Freund Anton auf einen abgelegenen alten Hof in die Bretagne. Ihr Ziel? Ein einfaches, aber sinnvolles Leben zu führen. Im Einklang mit sich und der Natur, mit viel Zeit für die Menschen und Tiere um sich herum. Mit dem Wunsch, ihre Nahrung weitestgehend selbst anzubauen. Das alles ohne Ahnung von Landleben oder Landwirtschaft und ohne Französisch sprechen zu können. Klar, dass da im neuen Leben nicht alles glatt läuft. Ja, das mit der Sprache finde ich persönlich immer ein bisschen heikel, aber dennoch freue ich mich. Ich hoffe einfach, dass es nicht ganz, dass nicht alles so irgendwie zu naiv irgendwie wird. Es ist so in einem guten Zustand. Ich glaube, es war aber auch nur Zustand gut. Im Original 16 und jetzt 3,39 Euro. Also absolut in Ordnung. Und es sind hier kleine Bleistift Notizen, also so Seiten hingeschrieben und irgendwo habe ich jetzt auch Szene irgendwas gelesen. Finde ich hier Schwäche. Hier steht zum Beispiel Schwäche. Ja, ich bin gespannt, was mir da jemand, der Vorbesitzer des Buches, sozusagen sagen wollte mit diesem Buch, warum da so Notizen sind. Meta-Ebene, aha. Ich weiß gar nicht, ist das verfilmt? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Neuer Zustand, Anblick, Ort, Atmosphäre.
spannend. Bin ich gespannt, ob ich mit den Anmerkungen irgendwas anfangen kann. Und ja, das war nun mein kleiner Rebuy-Haul. Also anstelle 136 Euro für die neuen Bücher habe ich jetzt knapp etwas über 36 bezahlt. Finde ich schon wirklich der Hammer. Bin sehr zufrieden bei Sternenbrücke. Werde ich jetzt mal gucken, ob mir da nicht doch irgendwie irgendwas fehlt. Das wäre tatsächlich irgendwie doof, aber ich hoffe einfach mal nicht. Falls doch, würde ich es wahrscheinlich so, also wenn ich jetzt wirklich sage, okay, mir fehlt das komplette Ende, würde ich natürlich schon auch Rebuy kontaktieren, aber so sieht es ja tatsächlich aus, wie wenn nur hinten nach etwas rausgetrennt wurde. Ich weiß noch nicht so richtig, warum. Also vorne kann ich es ja vielleicht sogar noch verstehen, dass man sagt, da steht zum Beispiel eine Signatur, also für, keine Ahnung, XY mit freundlichen Grüßen der Autor, aber würde man das als nächster Buchkäufer schlimm finden, wenn da das Autogramm mit einem anderen Namen drin stünde? Bin mir tatsächlich nicht so sicher, wenn da jetzt also XY drin steht und nicht ich. Ich meine, deswegen wäre es ja trotzdem, ja, aber vielleicht hebt sich auch jemand nur die Signatur auf und, Ahnung. Aber auf jeden Fall tolle Ersparnis, also knapp, im Grunde fast 60% oder über 60% gespart. Finde ich auf jeden Fall richtig, richtig gut. Könnt ihr mir ja gerne mal sagen, ob ihr eins der Bücher schon kennt, ob ihr auch gerne bei Rebuy oder ja überhaupt gebrauchte Bücher shoppt, wie ihr so die Zustände fand. Lasst uns gerne in den Austausch gehen. Ich verlinke Lisa und auch Jenny unten in der Infobox. Schaut auch bei den beiden super gerne mal vorbei. Und ja, ich freue mich auf meine neuen Bücher. Bin sehr gespannt, wie sie mich unterhalten würden. Das sieht doch gar nicht hier so schlecht aus. Also ja, Bücher kann man ja nie genug haben. Und in diesem Sinne danke ich euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss, eure Steffi.